Hi Leute, Jigsaw hier. Ihr möchtet eure WhatsApp-Nummer auf einem weiteren Gerät verwenden? Wahrscheinlich habt ihr bemerkt, dass ihr auf einem Gerät automatisch aus eurem WhatsApp-Account abgemeldet werdet, sobald ihr euch mit einem anderen Handy in diesen einloggt. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euren WhatsApp-Account ganz einfach auf zwei verschiedenen Geräten gleichzeitig nutzen könnt. Egal, ob ihr iOS oder Android verwendet. Los geht's! Praktischerweise hat WhatsApp eine Funktion namens Gerät verknüpfen, mit der ihr euer Konto auf zwei oder mehr Geräten nutzen könnt. Beachtet, dass ihr zum Nutzen dieser Funktion ein primäres Gerät benötigt, auf dem euer Konto aktiv angemeldet ist. Um zu beginnen, öffnet den App Store oder Google Play Store und installiert WhatsApp auf eurem Zweitgerät. Falls die App bereits installiert ist, stellt sicher, dass sie nicht bereits mit einem anderen Konto verbunden ist. Startet danach WhatsApp und akzeptiert die Nutzungsbedingungen, um fortzufahren. Wenn die Anmeldeseite erscheint, gebt eure Nummer noch nicht ein. Tippt stattdessen auf das Menü oben rechts und wählt als Begleitgerät verknüpfen aus. Es sollte automatisch ein QR-Code generiert werden. Geht auf eurem Hauptgerät zu den Einstellungen und wählt Geräte verknüpfen aus. Klickt auf Gerät verknüpfen und erlaubt der App den Zugriff auf eure Kamera, sobald ihr dazu aufgefordert werdet. Haltet dann euer primäres Gerät über euer Zweitgerät, um den generierten QR-Code zu scannen. Sobald die Verknüpfung hergestellt ist, sollte euer WhatsApp-Konto sofort auf eurem Zweitgerät geladen werden. Alle Änderungen, die ihr auf eurem primären Gerät vornehmt, werden auf allen verknüpften Geräten synchronisiert und umgekehrt. Beachtet, dass wenn WhatsApp 14 Tage lang auf eurem primären Handy inaktiv gewesen ist, alle verknüpften Geräte automatisch abgemeldet werden und ihr den Vorgang wiederholen müsst. Okay, wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn ihr Fragen habt oder ihr euch wünscht, dass ich ein Video zu einem anderen Thema aufnehme, dann einfach in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.